Okay, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch eine Idee, wo ich das Alias herbekomme. Springt der zufällig auf den Tank an? Hätte ich jetzt fast erwartet. Können wir auf andere Weise mit dem Rechner sprechen? Also wenn wir hier einfach sagen zum Beispiel Help? Nein, können wir nicht. Konsolenpasswort. Think New Katarina. Sie hat ein neues Alias. Obwohl sie sonst sehr unbesonnen ist. Sonst finden wir aber auch nichts auf dem Brief oder so. Nein, finden wir nicht. Klar. Ist ja von ihm geschrieben. Nochmal. Hey, Kata. Or should I use your new alias? It's pretty ironic, since you're the least prudent person I know. JK. Anyhow, I'm sitting here alone, and it all feels so surreal. It's hard to believe that it won't be long now before we can let him out. He's ours, but not really. He truly belongs to the world. Bigger than the both of us, greater than the sum of our parts. Yeah, yeah, I can hear you saying, enough with the melancholy, Carl. We're so close now. We should be ecstatic. Anyway, I'm leaving this letter because I'm going away for a couple of weeks. My father passed away. I just got word and, well, I need to deal with things in the village. I'll be okay. We'll talk as soon as I get back. Love, Carl. Das hilft irgendwie nicht so sehr. Wo kriege ich das verklatschte Passwort her? Sie ist nicht besonnen, hä? Huh? Hey, Kata. Or should I use your new alias? Unbesonnenste Mensch, den ich kenne. Since you're the least prudent person I know. JK. Anyhow, it's he big and I'll... Melinda. Okay. Um verfügbare Befehle aufzurufen. Hilfe. Kammer öffnen, schließen, Status, Hilfe beenden. Status. Aha. Gestation, 8 Monate, 12 Tage. Nährstoffgehalt 9,3% niedrig. Puls anormal. Anormal, so.
Sauerstoffgehalt mit Wartungsventil anpassen. Wasserfilterung adäquat. Blaukonzentration in Fruchtwasser 4,47%. Normal. Geschätzte Lebensfähigkeit 84,5%. Ich sag ja, die brüten da drin was aus. Den wollte ich gar nicht. Einfach nur beenden. This valve likely adjusts the oxygen mentioned in the console output, but I'm not sure if I should mess with it before I even know the contents of the tank. Da steht alles. Das ist sehr cool, dass das sogar widerspiegelt, was da so angezeigt wurde im Hintergrund. Da steht alles, was du wissen musst, was da drin ist. Aber gut, machen wir es auf. Tolle Idee. Ganz tolle Idee. My God. Yep. Yep. Ach so, ich dachte, es passiert noch was, aber nein, es waren nur mystische Klänge und jetzt können wir selber klicken. A live baby in a womb tank. What on earth are these people doing? Wahrscheinlich mit KI drin. Können wir das jetzt wieder schließen, bitte, und den Sauerstoffgehalt anpassen? I'm not sure how I feel about this. What the? It's not too late. There'd be sacrifices, but it'd be worth it. That was unsettling. They did warn me about the side effects. I hope that was just a brief glitch in my blue. I need to go and report these findings to Stina. But I should probably make sure the tank is stable first. I don't like that blinking red light over there. Und damit herzlich willkommen bei Whispers of a Machine. Kammer. Schließe. So, Sauerstoff. Ach, it's stuck. kaputt machen? All right, it's loose now. Ja. It won't turn any further. Okay, andere Richtung. Blinkt immer noch rot. Kammerstatus. Sauerstoffgehalt mit Wartungsventil anpassen. Aber wie weit anpassen, ist die Frage. Kann man nicht. Kammerstatus. Immer noch. Bis das rote Licht nicht mehr leuchtet, oder? Ja, dann ist jetzt entweder ganz zugedreht oder ganz aufgedreht. Ich bin mir unsicher. Aber das rote Licht leuchtet immer noch. The womb tank is closed. Wirklich. Kammerstatus. Sauerstoffgehalt mit Wartungsventil anpassen. Das versuche ich. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung und wie viel. It won't turn any further. Okay, wir können das Ding 11-mal drehen. Naja, gut, das... Ja, gut. Ja, aber in welche Richtung und um wie viel?
bin verwirrt. Einfach mal auf die Mitte. Na komm. Ich kann doch nicht jede Einstellung ausprobieren und dann hier immer wieder nachgucken, oder? Was ich schon mal versucht habe. Hören wir was? Aufmachen. Ja, okay. Minimaler Puls, dann ist das die richtige Richtung. Oh. Alright, seems stable. I should get going. Okay, dann können wir es ja jetzt wieder zumachen. Während der Fötus sich entspannt. Gut. Aus. Interessant, dass der Sensor nicht da durchkommt. Hm. Da haben wir eine kleine Schnellreise gemacht, offensichtlich. Agent England, reporting in. Oh, there you are. How was your first day? Well, it turns out that the second victim, Carl, was up to something. Ich hätte das Gespräch gerne gehört. And whatever they were doing, I'm sure it's somehow connected to the killings. Well, you got yourself one juicy case here. Those two lovebirds of yours just turned a double homicide into an anti-terrorism effort. Shit, you're right. Do we need to call for backup? Nah. You can always call in the local cops if anything big goes down. I suppose. So how active is the conduit these days anyway? From what I was taught at the academy, they're practically a non-threat now. Sure, we caught some of their head honchos, blew up a few strongholds, but it's hard to wipe out an ideology. All it takes is for a single book to remain in circulation, an idea to spring to life, and we're all back to square one. Bücherverbrennung, yay! Das mag sein, aber Zensur ist keine Lösung. Gespräche und Kompromisse sind der Schlüssel zu wahrem Fortschritt. Ja, ihre Ansichten sind unglaublich gefährlich. Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt? Ich habe nie verstanden, warum diese Leute so gnadenlos verfolgt werden. Sind unsere Augs nicht auch KI? Ja, stimmt! Das, ja. Und nur weil mal eine KI durchgedreht ist, heißt das ja nicht, dass KI per se schlecht ist. The relentless stance against those people always puzzled me. Aren't our Augs technically AI? Sounds like someone slept through the lectures on nanoscale distributed processing networks. I most certainly didn't. I just found it to be a bit of a gray area. Well, your Augs do not use CPU cores for processing. They rely entirely on your existing neurons. Right, and since the nanites essentially piggyback on my brain, they're classified as a procedural system. You got it. Perfectly legal. Enough about that. Let's get back to the case. Sure. I found a functional womb tank in the apartment at Mimir Road. It had a living unborn child inside. Oh. Artificial wombs are highly illegal. I'll have to notify our superiors. There's more, Councilwoman. The tank fluid had traces of blue. Really? Now, how the hell did they get that? Any concentrated vials? Not that I could see. Be on the lookout. They might have a stash somewhere. I will. I wonder how the child fits into their agenda. Good question, ain't it? Wanna hazard a guess? It's gotta be some kind of experiment, right? Bingo. These people are fanatics. That's what they do. Hmm. So, what will happen to the child then? That's not for you to worry about. I'll get word to the city, and they'll send someone within a week or so. Meanwhile, I'll have the apartment put under surveillance. I'll get someone discreet. In case the Lady of the Hour returns. Understood. So, what are your thoughts on the killer? Ja, vielleicht ist die Dame aber auch einfach nicht fähig, selber ein Kind auszutragen und das ist ihre einzige Chance, ein Kind zu haben. Auch wenn ich eher glaube, dass sie da tatsächlich mit Versuche machen, aber trotzdem, wir wollen hier ja nicht zu irgendwelchen Lösungen springen, nicht?
Wenn wir es wirklich mit dem Konnektiv zu tun haben, sind vielleicht interne Streitigkeiten in ein Blutbad ausgeartet. Könnte ein Gegner des Konnektivs sein, der seine Mitglieder in Selbstjustiz nacheinander ausschaltet. Vielleicht ein Auftragsmörder von einer gegnerischen Organisation. Möglicherweise ist die Sache auch einfacher, als wir denken. Vielleicht ein Beziehungsdrama. Interne Streitigkeiten, Gegner des Konnektivs, Auftragsmörder, Beziehungsdrama. Nichts davon passt mir so richtig. Auftragsmörder halte ich eigentlich für relativ weit hergeholt, aber die Morde sind... Wobei, die Morde sind sehr professionell durchgeführt worden. Also der erste vielleicht noch nicht so sehr, aber es gab ja keinerlei Spuren vom Täter. Beziehungsdrama wäre emotionaler. Auf der anderen Seite, Karl kannte seinen Angreifer, mindestens Karl. Von Maya wissen wir es nicht. Aber alle stecken irgendwie mit dem Konnektiv zusammen. Und dann wissen wir noch nicht, was es wirklich mit Maya zu tun hat. Ich sag mal Beziehungsdrama, aber wahrscheinlich ist es irgendwie eine Kombination aus allem so ein bisschen. One possibility is that this is simpler than we think. Just some kind of relationship drama. Could be. Either way, finding this gal who was hot and heavy with Carl should be your next task. Agreed. I'll do my best to track her down tomorrow. Good. Dismissed, Agent. Ach, ich darf schon wieder. Können wir noch sonst was mit ihr quatschen, wenn wir schon mal hier sind? We already talked. I should get going. Ja, weiß ich nicht. Biet ihr was zu trinken an, quatsch mal ein bisschen, lern die Frau kennen. Später in der Nacht. Hey, pretty girl. Time to wake up. Huh? Who's that? It's me, silly. Who else? Were you expecting other men in your bedroom? Oh, Alex. I had the strangest dream. I was on a murder case far away. In Nordsund, of all places. Ooh, exciting. Was I there too? No. You were gone. I didn't care much for that part. Well, I'm here now. I thought I'd check on how you're doing. Oh, you know me. Always trying to figure myself out. Ain't that the truth? Sorry for waking you. I just needed to hear your voice. That's all right. I'm gonna go back to sleep now. Good night, Alex. Good night, Vera. Tag 2, 7.40 Uhr. And I thought dreaming of Alex was a thing of the past. Might as well get rid of some of that clutter from yesterday. No point in carrying all that junk around. Oh, ein Adventure, das sein eigenes Inventar aufräumt. Was ist denn mit Alex passiert, dass sie von ihm träumt und nicht tatsächlich mit ihm rumgeht? Möchtest du frühstücken? Nice big lemon. Small miracle to see it grow to that size under these conditions. Möchtest du hier frühstücken? Maybe later. I'm not that hungry. Du bist gerade aufgestanden, natürlich hast du Hunger. Gut, die Sachen kennen wir ja alle schon. Oh, my head. Something is happening. Blue? Wow. Tutorial Amnesie. Rufe einen Verlust des Kurzzeitgedächtnisses bei einem Ziel in der Nähe hervor. Diese Person ist verwirrt und vergisst, was in den Stunden zuvor geschehen ist. Der Effekt klingt nach einiger Zeit ab. Wir haben jetzt wahrscheinlich genug Empathie gelevelt, dass wir unser erstes Teil da unten freigeschaltet haben. Bin gespannt, wie wir das verwenden können. Ja, okay, wir gehen langsam in den rosanen Bereich rein. Amnesie. Müssen wir mal ausprobieren. Einfach alle verwirren.
Agent England. Good. You're up. Morning, gentlemen. We were just going to see if you're awake. There's been a freak accident of sorts. Natürlich. It's probably best for you to see for yourself. The timing is quite suspicious, given the recent murders. All right. Who is the victim? Leonard Dahl, the head of our new recycling center. He was killed sometime during the night. In a most gruesome manner, too. Gabriel will accompany you to the site. Very well. Let's be on our way, then.